Sie fühlen sich vertrieben, müssen ihre Wohnungen verlassen. Hier werden Flüchtlingsunterkünfte neu gebaut. Da kriegt man halt den Zorn auf die Asylanten, auf die Flüchtlinge, persönlich auch. Das ist aber, glaube ich, irgendwie verständlich. Guten Abend zu Report Mainz. Ob dieser Zorn am Ende wirklich verständlich ist, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall mehren sich beschämende Meldungen, wie zum Beispiel Rechtsextremist uriniert auf Flüchtlingskinder oder Brandanschlag auf geplante Flüchtlingsunterkunft. Und weil das so ist, ist es höchste Zeit, dass zu gut gemeinten Appellen und Symbolpolitik mehr konkrete Entscheidungen hinzukommen. Denn diese Zahl von mindestens 800.000 Flüchtlingen, die in diesem Jahr allein nach Deutschland kommen werden, diese Zahl flößt Respekt ein. 800.000, das sind mehr Menschen, als die Stadt Frankfurt am Main Einwohner hat. Etliche von diesen 800.000 werden bleiben. Und wo sollen die Menschen dann wohnen? Erik Behres, Oliver Heinsch und Ulrich Neumann sind dieser Frage nachgegangen. Ludwigshafen im Stadtteil Mundenheim. Da, wo die Stadt eigentlich schon aufhört, am Rande, da leben sie schon lange. Doch jetzt müssen die Bewohner hier plötzlich raus. Wo sollen wir hin? Es ist bald 40 Jahre, wo ich da wohne. Sie werden einfach rausgeschmissen. Ah ja, wir müssen raus, was Platz wird. Für andere. Für wen? Sag lieber nichts. Was passiert hier gerade? Die Siedlung wurde vor 50 Jahren als Notunterkunft für Obdachlose gebaut. Viele sind hier geblieben, haben Arbeit gefunden, Kinder bekommen und sich hier eingerichtet. Ich muss meine Wohnung verlassen und Asylant werden da Asylantensiedlungen gemacht. Das finde ich nicht in Ordnung. Die Häuser waren schon lange marode, sollten irgendwann weg. Aber erst jetzt werden sie tatsächlich abgerissen. Hier sollen Wohnungen für Flüchtlinge entstehen. Auch Altenpflegerin Tanja Zeis und ihre Mutter, die als Putzfrau arbeitet, haben den Eindruck, wegen Flüchtlingen das zu verlieren, was sie sich über Jahre erarbeitet haben. 80 Quadratmeter für 6 Personen, 400 Euro im Monat. Ist klein, aber fein. Wie sind denn die Chancen, hier in Ludwigshafen sowas zu finden? Ja, ganz schlecht. Ganz schlecht. Entweder sind die Mieten zu hoch und die Wohnungen zu klein, weil wir brauchen ja 4 Zimmer, Küche und Bad. Was machen Sie, wenn Sie nichts finden für das Geld? Keine Ahnung. Sozial Schwache, die für Flüchtlinge weichen müssen. Sozialer Sprengstoff. Ludwigshafen ist in dieser Art wohl ein extremer Einzelfall. Doch zeigt sich hier etwas, was bald häufiger in Deutschland droht? Bezahlbarer Wohnraum ist heute so knapp wie nie zuvor. Beispiel Sozialwohnungen. Innerhalb von nur 10 Jahren ist die Anzahl dieser Wohnungen dramatisch gesunken. Ein Minus von 40%. Was bedeutet das angesichts der dramatisch steigenden Flüchtlingszahlen? Matthias Günther, der Wissenschaftler aus Hannover, beschäftigt sich seit langem mit den Chancen einkommensschwacher Menschen auf dem Wohnungsmarkt. Die ganzen Flüchtlinge, die im Moment in den Übergangseinrichtungen sind, in den Gemeinschaftsunterkünften, die kommen eigentlich erst nächstes Jahr so richtig auf den normalen Wohnungsmarkt. Also bei dem gegenwärtigen Bauniveau ist klar mit einer Verschärfung der Konkurrenzsituation zu rechnen. Berlin, vor dem Landesamt für Gesundheit und Soziales. Flüchtlinge werden aufgerufen und registriert. Hunderte, jeden Tag. Sie sind froh, es ins sichere Deutschland geschafft zu haben. Ja, Deutschland sehr gut und sehr nett. Wenige Meter entfernt, lange Schlangen vor einer Beratungsstelle der evangelischen Kirche. Hier wird Flüchtlingen geholfen, eine eigene Wohnung zu finden. Bundesweit ein fast einmaliges Projekt, finanziert vom Land Berlin. Dem Ansturm ist man jetzt schon kaum noch gewachsen. Die Schlange im Moment hinter Ihnen sind alles Leute, die heute keine Nummer gekriegt haben und keinen Termin haben und sozusagen heute nicht rankommen können, zu einem neuen Sprechtag wiederkommen müssen. Die Sie wieder wegschicken müssen. Die wir wieder wegschicken müssen. Muss doch frustrierend sein. Ja, ist es auch. Sie haben Glück, werden zur Beratung gerufen. 160? Weil Sie schon länger als 3 Monate in Berlin sind, dürfen Sie sich eine eigene Wohnung suchen. Das soll auch Flüchtlingsunterkünfte entlasten. Doch auch in Berlin ist preiswerter Wohnraum extrem knapp. Mindestens doppelt so viele Wohnungen würden hier allein für die Flüchtlinge gebraucht.
Wir treffen eine junge syrische Familie, als Flüchtlinge anerkannt in einem Übergangswohnheim der evangelischen Kirche. Er ist Dekorateur, sie Studentin. Sie sind seit einem Jahr in Berlin, erwarten ihr zweites Kind. Verzweifelt suchen sie schon monatelang nach einer Wohnung. Erfolglos. Deshalb leben sie bis heute auf 21 Quadratmetern mit Gemeinschaftsküche. Ich habe keine Hoffnung mehr, eine Wohnung zu finden. Wir haben wirklich viel gesucht, waren in vielen Hausverwaltungen, aber immer wieder wurden wir abgelehnt. Das hier ist keine richtige Wohnung. Eine eigene wäre wirklich besser. Das ist unser größtes Problem. Mit der erfolglosen Suche haben viele Familien zu kämpfen, sagt die Heimleiterin. Ein Jahr dauere es mindestens, manchmal sogar sehr viel länger. Ich habe aber auch Familien schon begleitet, früher in einer anderen Einrichtung, die durchaus mit mehreren Kindern dann 2, 3 Jahre sogar im schlimmsten Fall gebraucht haben. Und das können Sie sich vorstellen, ist natürlich für die Familie eine Belastung, aber auch gerade für die Kinder. 3 Jahre bis zur eigenen Wohnung. Dabei kommen immer mehr Flüchtlinge nach Deutschland und immer mehr von ihnen werden bleiben. Der Anteil der anerkannten Flüchtlinge unter allen Asylsuchenden ist in den letzten 5 Jahren von 16% auf 35% gestiegen. Die Organisation Pro Asyl schätzt, dass dieser Anteil angesichts der vielen Kriegsflüchtlinge noch weiter steigen wird. Die Politik hat lange Jahre die Augen verschlossen vor der Tatsache, dass bezahlbarer Wohnraum generell für Menschen mit geringem Einkommen in den Ballungsräumen fehlt. Niemand kann eine Konkurrenz wollen zwischen den Schwächsten der Schwachen. Zurück nach Ludwigshafen-Mundenheim. Die meisten Bewohner der alten Häuser sind ausgezogen. Einige Anwohner in normale Wohnungen. Doch andere hat es in diese benachbarten Wohnblöcke verschlagen. Notunterkünfte, ein Abstieg, wie sie finden. Tanja Zeiss führt uns in eines der Häuser zu ihrem Freund. Statt mit seiner Familie im alten Haus lebe er jetzt in dieser Wohn-WG für Obdachlose. Ohne richtige Heizung, ohne eigene Dusche. Im Keller gäbe es 3 Duschen für alle im Haus, erzählen sie. Das ist jetzt ein Zimmer? Ein Zimmer, ja. Normal in so einem Raum 2 Personen. Mhm. Und wie finden Sie, dass Sie jetzt da drüben mit der Familie raus müssen? Scheiße. Warum? Die Flüchtlinge müssen ja auch. Ja, ich hab nichts gegen die, das dreht sich dort rum. Die schmeißen uns da runter raus, ich kriege Wohnung ohne Dusch. Und die kriegen da unten neue Dinger hier gebaut mit Duschheizung und was weiß ich alles. Sie fühlen sich vertrieben wegen der Flüchtlinge. Diese Vorgänge in ihrem Stadtteil sieht die evangelische Pfarrerin von Mundenheim mit großer Sorge. Das hätte so nicht passieren dürfen, sagt sie. Und gleichzeitig wird es jetzt abgerissen und es wird was Neues gebaut für Flüchtlinge. Und es entsteht der Eindruck, wir müssen gehen, wir müssen unsere Heimat verlassen. Und für die, die da kommen, wird jetzt was Neues gebaut. Tübingen, noch eine Stadt, die aus allen Nähten platzt. Die Wirtschaft boomt, selbst Arbeitnehmer und Studenten finden hier kaum günstigen Wohnraum. In seiner Stadt muss Oberbürgermeister Boris Palmer bis Ende des Jahres hunderte neue Flüchtlinge unterbringen. Jetzt will er hart durchgreifen gegen Wohnungsleerstand. Treffen mit einem Immobilienbesitzer. Das ist mit Heizung und so alles abgeklemmt, aber noch da. Genau. Ja? Mit wenig Aufwand ist das Gebäude also schnell nutzbar. 300 Quadratmeter, mehrere Wohnungen für Flüchtlinge könnten hier entstehen. Obwohl das Haus schon seit 2 Jahren leer steht, hat es der Besitzer erst jetzt der Stadt angeboten. Dass es wirklich so ein Notstand ist und dass die Leute in Turnhallen untergebracht werden, das ist für mich neu jetzt. Also neu heißt, in den letzten paar Wochen ist das eigentlich so richtig aufgekommen. Viele andere Wohnungsbesitzer sehen den Ernst der Lage noch immer nicht, sagt der Oberbürgermeister. Bis zu 700 Wohnungen stehen in seiner Stadt leer. Jetzt droht er mit drastischen Maßnahmen. Jetzt kann man nicht einfach mehr sagen, das ist mein Eigentum, das geht niemand was an. Sondern wir sind alle gefordert, die Menschen in unserer Stadt unterzubringen. Im schlimmsten Fall, wenn wir Obdachlosigkeit riskieren müssten, dann wäre eben auch eine Beschlagnahme für ein halbes Jahr ein Mittel. Wohnungen beschlagnahmen für Flüchtlinge. Seitdem Boris Palmer darüber öffentlich redet, bekommt er viele Hassmails mit ganz viel brauner Soße, sagt er. Aber auch er gibt zu, die steigende Zahl der Flüchtlinge lange völlig falsch eingeschätzt zu haben.
Niemand in Deutschland hat es richtig gemacht, denn niemand hat vorhergesehen, wie viele Menschen zu uns kommen. Wir reagieren jetzt immer nur hinterher. Wir lösen Probleme, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Das ganze System ist aus den Fugen geraten. Das ist genau die Gemengelage, aus der Sprengstoff entsteht, auch sozialer Sprengstoff. Immer mehr Flüchtlinge und niemand weiß, wie sie dauerhaft untergebracht werden können. Kommunen und Länder sind überfordert. Ein bundesweites Problem. Natürlich bereitet es einem schon ein sehr großes Unbehagen, wenn man sieht, wie langsam eigentlich die Politik dann reagiert auf solche Entwicklungen und wie es denn gelingen kann, diese Menschen in den normalen Wohnungsmarkt zu integrieren, ist mir im Moment ein Rätsel. Der Bund ist gefordert, hier Mittel bereitzustellen und es muss eine gemeinsame Anstrengung sein, von Bund, Ländern und Kommunen Flüchtlingen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. In Ludwigshafen hat die Stadt mittlerweile reagiert. In die für Flüchtlinge vorgesehenen neuen Häuser, die hier bald gebaut werden, könnten irgendwann vielleicht auch mal einige der alten Anwohner einziehen. Das teilt uns die Stadt mit. Die Stimmung hier ist allerdings längst vergiftet. Das alles für die gute neue Mitbürger. Danke, kann ich nur sagen, deutscher Staat. Wir werden unerträgt und die kriegen Puderzucker in der Neugeblose. Haben Sie jetzt was gegen Flüchtlinge oder was? Ich habe nichts gegen die. Aber die sind uns A-Warnungen gegeben. Da kriegt man halt den Zorn auf die Asylanten, auf die Flüchtlinge, persönlich auch. Das ist aber, glaube ich, irgendwie verständlich. Ja, aber es liegt eigentlich gar nicht an den Flüchtlingen, sondern daran, wie es hier läuft. An unserem deutschen Staat. Guten Tag, Frau Merkel. Verständlicher Frust auf die Politik, aber auch offene Wut auf Flüchtlinge. Davon könnten Rechtsextreme profitieren. Ludwigshafen-Mundenheim, im Moment noch ein extremes Einzelbeispiel. Doch der überall fehlende Wohnraum in Deutschland für die Schwächsten der Schwachen kann auch andernorts das Klima vergiften. Natürlich wollten unsere Reporter auch wissen, wer jetzt in der Pflicht ist, um erschwinglichen Wohnraum zu schaffen. Das Ergebnis? Eigentlich alle. Bund, Länder, Städte und Gemeinden. Doch jeder geht das Problem auf seine Weise an und verweist gern auf die Verantwortung des anderen. Was fehlt, ist eine zentrale Koordination. Warum es die bislang nicht gibt, das haben unsere Autoren auch die Bundeskanzlerin gefragt. Geantwortet hat sie bis jetzt nicht. Was die Bundesländer geantwortet haben, dazu eine Übersicht auf reportmainz.de.